ist wunderschön. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, zum Norton zu kommen. Es ist anzunehmen, dass diese Mission wohl noch gefährlicher wird als unsere letzte Reise zum Vulkan. Du bleibst lieber hier, ja? Oh, Mia. Nun, da ich Varya schon ein wenig kenne, bin ich sicher, dass sie auf jeden Fall dazu in der Lage sein wird, gut auf sich selbst aufzupassen. Dankeschön, Königin Myla. Außerdem haben wir 5 Blütenblätter von der Feuerblume und das 5. sollte auch verwendet werden. Dir auch vielen Dank, Mo. Wartet, ihr könnt doch nicht ohne die hier losgehen. Ich habe sie speziell für eure Reise angefertigt. Handschuhe? Halten die warm? Warum? Natürlich nicht. Sie sind 99% hitzefest für die Reise zum Vulkan. Ihr könnt die Hände in heiße Lava tauchen und spürt nichts. Aber wir waren schon beim Vulkanfaddel. Jetzt wollen wir zum Nordhorn. Zum Nordhorn? Gibt's da irgendwas, das heiß ist? Wahrscheinlich nicht. Da gibt es nur Eis. Nichts, was ein bisschen heiß ist, geröstet oder lauwarm? Trotzdem danke für deine Mühe, Faddel. Wir wissen das sehr zu schätzen. Oh, aber ich wollte gerade im heißesten Ofen des Palastes doppelt gebackene Aschekekse backen. Ich könnte diese Dinger wirklich gebrauchen, Faddel. Wirklich? Ja, dafür habe ich sie doch gemacht. Die haben rein gar nichts mit eurer Reise zu tun. Ihr seid ja nur darauf gekommen, dass die für euch sind. Einfach lächerlich. In Ordnung, das Team ist also komplett. Wie lautet das Orakel, Mia? Hab keine Angst, wenn Feinde sind nah. Denen du hilfst, die sind für dich da. Hm, klingt wie eine positive Prophezeiung. Machen wir uns auf den Weg. Rixel findet scheinbar immer raus, was wir vorhaben. Wir müssen versuchen, ihm zuvorzukommen. Na kommt, ihr zwei. Eure Wintersachen sind drin. Wir packen euch warm ein. Sag mal, ist dir schon aufgefallen, dass Varya immer genau dann auftaucht, wenn Mia da ist? Ja, ist bestimmt kein Zufall, oder? Nun, zufällig bin ich auch der Meinung, dass das kein Zufall sein kann. Haben Sie auch Ihre wärmsten Unterhosen eingepackt? Was sind Sie? Meine Mutter? Was für ein furchtbarer Gedanke. Nein, ich will ganz einfach nur, dass diese Mission ein Erfolg wird. Das verstehen Sie doch. Klar, und danke schön. Aber muss ich wirklich noch einmal erwähnen, dass ich auf einem Drachen reite? Der ist wie ein Ofen, noch dazu bewegt er sich. Ich werde es wärmer haben als Sie. Sie lungern hier rum. Ich sagte Ihnen doch schon, ich würde gehen, wenn ich könnte. Aber das ganze verfluchte Nordhorn ist voller Eis und Schnee. Und Schnee ist immer noch Wasser. Sie werden sowieso nicht gebraucht, wenn die Informationen dieser nervenden Varya korrekt sind. Und bisher waren sie in der Tat außerordentlich genau, werde ich das geflügelte Einhorn in kürzester Zeit erbeuten. Vielleicht sogar 2. Ja, haben Sie eine Zahnbürste eingepackt? Yeah!